Keine Barbie, aber Barbie war schon mal an Bord. Einmal. Oh, zwei, dreimal waren schon Barbie. Hat die Probefahrt mitgemacht. Genau. Witz. Ja, genau. Dann schraub doch die Ohr fest. Es kommt Wasser nach, ja. Das wird das Wasser. Da kommt nochmal hier ein Schuss. Dampföl rein, dann das lasse ich mal ein bisschen reinsinken. Das dauert ein bisschen, ja, aber da weil es dickflüssig ist. Du kannst auch hier mal filmen, da, wie der Wasserstand steigt. Ja, kann man nur arbeiten, ne? Sagen Sie mal, neugierige Frage, wie kommt man auf den Namen Sabine? Das ist meine Finanzministerin. Ach so, die Chefin. Ursprünglich waren die auch, wurden die früher auch mit Gas angetrieben oder mit Benzin oder Diesel? Mit Holz oder Kohle halt. Ach so, ja. Die kleineren Boote mit Holz und größere halt mit Kohle. Ne? Das ist sozusagen nachempfunden, das hatte also kein direktes Vorbild, aber solche Boote sind dann so... Wie sagt man im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, sagen als kleinen Güterverkehr, Hafenverkehr, Beiboote gelaufen. Und die Dinger, das sind die Vorgänger von Motorjachten. Heute hätten die Herrschaften Motorjacht. Moderne, ne? Über den Teich spielen. Womit wird der Motor angetrieben? Der Motor wird mit Dampf angetrieben, geheizt wird mit Gas. Mit Gas? Mit Gas. Und das zünde ich jetzt gerade an. Das war Feuer. So, guck hier rein, ob die Flamme verurteilt vom Feuerzeug. Und zack. Mal drauf. Und, kannst du anschmeißen? Nee, jetzt muss ich den Druck aufbauen. Das dauert jetzt ein bisschen. Bis 3 gehe ich und dann mache ich die Ventile auf, Probelauf. Und dann geht es wieder auf den Teich. Hauptan auf. Ja. Der fängt schon an hier oben. Jetzt verbraucht das schon Kraftwerk. Jetzt geben wir mal Gas. Jetzt muss ich hier was tun. Und er läuft schon.
War ja klar. Ist er an? Oh, ist das geil.